Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Google, erklär mir das sichere Eindringen in eine Höhle. Das sichere Eindringen in eine Höhle muss folgende Dinge beachten. Die Höhle darf nicht zu trocken sein. Gehen Sie nicht gleich mit der kompletten Fackel in die Höhle, sondern machen Sie erst mit dem kleinen Mann vor der Höhle eine Bekanntschaft. Wenn der kleine Mann bereit ist, Sie einzulassen, wird er es Sie merken lassen. Alles klar, Google. Aber Achtung, eins ist zu beachten. Es gibt mehrere Höhleneingänge. Nehmen Sie immer den, für den Sie die Erlaubnis bekommen. Dankeschön, Google. Das ist echt modern. Wir haben 2023. Ich habe die Erlaubnis von der Höhle. Ich darf in die Höhle rein. Wir haben das Höhlengebet gesprochen. Ich habe den kleinen Mann gefragt. Apropos kleiner Mann, im ersten Teil gab es ja diese springenden Babys. Ja, sie auch noch? Ich weiß ja nicht. So ein paar Jumping Babys. Ich vermisse die Sprungbabys. Sprungbaby-Basketball. Sprungbaby-Basketball ist das Beste, ey. Guck mal, hier liegen Hände rum mit Uhren dran. Alter, was hier alles liegt? Fleisch, falls Konserven. Falls du das Bedürfnis hast, ne? Kannst du der Leiche eine Uhr von der Hand ziehen. Es ist aber auch ganz schön dunkel hier drin, du, ne? Ja. Vielleicht auch lieber eine Taschenlampe noch nehmen? Ja. Ich nehme lieber noch eine Taschenlampe hier. So, jetzt habe ich alles. Boah, hier liegen jede Menge Totenschädel. Ich flipp mal ein paar. Hier liegt noch ein Seil. Ich bin voll mit Seilen. Hier liegt auch noch ein Seil an der Kante. Hier ist so ein Kantenseil. Ah, jo, ich bin auch voll mit Seilen mittlerweile. Vergiss nicht, soziopathische Fledermäuse. Da steht wer, da steht wer. Steht da wirklich wer? Da kommt jemand angekrabbelt, siehst du es? Ih. Ey, Kumpel! Die sind blind. Aber haben Busen. Die sind blindbusig. Blindbusige Busenmenschen? Warte, warte, Vorsicht. Vielleicht wollen die keinen Krieg. Oh doch, oh doch. Doch, die wollen Krieg. Oh doch, die haben voll Bock auf Krieg. Oh, der brennt, Alter. Alter, oh mein Gott, der gibt mir aber auch hier die Ohrfeigen aus der Hölle, du. Hast du ihn bezwungen? Ja, und jetzt schneide ich ihm was ab. Was hast du ihm abgeschnitten? Leder, Ohr? Sackleder. Das war richtig runzelig. Ich glaube, ich habe ihm wirklich... Echt, du hast ihm sein Runzelleder entfernt? Ich glaube, ich habe ihm sein Runzel entfernt. Konnte man nicht hier direkt Pillen naschen, direkt aus dem Sack? Aus der Tüte? Pillen direkt aus der Tüte? Weiß auch nicht. Okay, Vorsicht, da vorne ist noch einer. Oh, mehrere, drei Stück. Ja, und die hat Busen. Oh! Wow, 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 alles gut bei dir? Noch ja, aber... Oh, ich habe eine Kelle bekommen, ich bin down. Alter, die hat sich umgedreht und hat mir einen Hammer gegeben. Guck mal, willst du ihr den Busen entfernen, hier, den Runzelbusen? Die liegt im Wasser, den Runzelbusen, Alter. Schöne Busen, so lang und dünn. Genau mein Stil. Ja, das glaube ich dir sofort. Rüsselbusen. Nur echt mit dem Schlauch. Haben Sie auch... Waren Sie Fallschirmspringen und haben jetzt Probleme mit Rüsselbusen? Die danzt um dich herum. Erledigt. Next. Aber ich hole auch mal meine Waffe raus. Nimmst du was von ihr mit? Ich hau heute die da, du häutest die andere. Ist genug Rüssel für alle da. Ah, das ist schön, das mag ich. Es gibt genügend Schlauch für alle. Da hinten liegt doch jemand, oder nicht? Es waren zwei Wochen vergangen und wir hatten Rüsselspaß in einer Höhle. Mit blinden Frauen, nackt im Wasser. Oh, der hat sich eben gerade voll aus der Suppe erhoben. Ach, er lebt noch.
Ja. Ich wollte seinen Rüsselbusen schmusen, doch sein Skrotum diente mir als Badekappe für den Sommer. Schöne Skrotumkappe. Ich habe was gefunden. Alter Gold! Die schauen danach. Hier, die schauen nach Gold oder irgendwas in die Richtung. Es ist am Ende immer Gold, ey. Glaubst du, es geht hier wirklich um Gold? Ja. Um die Gier von Kreis Industries? Können wir das auch abschlagen? Gab es beim letzten Mal eine Spitzhacke? Nee. Soweit ich weiß nicht. Das ist ja halt die Frage, wo lang? Weil da hinten geht es irgendwie weiter und da geht es aber auch noch irgendwo hin. Also wir haben uns ja beschwert, dass es keine große Höhle gibt. Surprise, das ist eine große Höhle. Surprise, jetzt sind wir in deiner Mom. Hallo, ich habe mich in deiner Mom verlaufen. Hörst du das, Mama? Was? Nee, ich höre nichts. Hallo, was ist mit Echo? Du Mama, ich höre doch was. Nein. Oh, ich habe eben gerade so einen Fledermauskuss bekommen. Flederkuss, Alter. Die Flederlappen habe ich geküsst. War. Ih, da sieht irgendwas von der Decke. Ja. Was ist das denn? Siechen? Was? Hat er gesagt, gesegnet seien die Siechen? Nein, die Griechen. ein Akkuschrauber. Er ist doch hier Makita an dem. Oh mein Gott, was ist das denn? Bro? Wollen wir das Ding sprengen? Ich bin für eine Sprengung. Soll ich mal eine werfen? Ja, ich werfe auch mal eine. Ich habe eine Granate direkt hier in der Hand. Ich habe eine Zeitbombe. Und ich habe jetzt schon eine Granate. Achtung, die ist scharf. Oh. Pinata habe ich bekommen. Alter. Oh, guck mal, hier liegen auch noch Bomben rum. Das war wurstig, ne? Das war richtig Wurst. Ach du heilige Wurstkruste. Oh, was ist hier los? Was ist das? Was denn? Hast du es nicht gehört? Nee. Es klang so, als wäre das ein tragender Fettsack gewesen. Als würde hier gleich alles einstürzen. Ein tragender Fleischsack. Krass, die Höhle. Da vorne steht einer. Kleingeld. Haben Sie Kleingeld? Haben Sie Kleingeld für mich? Ich brauche Münzen. Ich hätte gerne mal, eine dieses... Siehst du, wie sein Bauch sich bewegt? Beim Atmen? Der ist so wabrig. Schlag ihn doch, warum schlägst du ihn denn nicht? Ja, weil er mich eben gerade angegriffen hat. Ich dachte, ich block's. Jetzt hat er seine Freundin hier. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die sehen aber auch irgendwie deutlich deformierter aus als die letzten. Oh, die andere hat mich niedergeschlagen. Ich hab dich. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Oh Gott, meine Lichtquelle. Ich hab ihn. Alles gut. Dem seine Lunge pulsiert noch voll. Das ist so abartig. Das ist so abartig. Das ist schnell Schlitze. Mann, ist das widerlich. Hat jemand einen Bock auf ein Sandwich? Hier, Gord. Wer heißt denn Gord? Der große Gord, natürlich. Ja, meine Arbeiter haben Probleme, weil es ziemlich dunkel ist. Ne, wir brauchen mehr Licht. Sicherheitsrisiko. Und mach den Weihnachtsbaum an. Hank. Gord. Alter, niemand heißt Gord. Das ist die Abkürzung wahrscheinlich für Gordon. Was ist das? Ein Jizzer. Alter, soll ich da eine... Der schießt den einen da hinten ein, ne? Soll ich da eine Bombe hinwerfen? Wirf da bitte eine Bombe hin. Ich werf da bitte eine Bombe hin. Bitte eine Bombe, aber jetzt sofort. Jetzt liegt da eine Bombe. War da eine Bombe? Ist er tot? Alter, der hat richtig an dem rumgeschissen. Der hat so richtig fies Mundfaden gehabt. Wo denn? Wo hat mich denn... Achtung, noch einer. Oh, der hält viel aus. Der ist ledrig. Okay, der ist weg. Oh, schnell Pillen. Alter, die dancen hier richtig.
Der hatte so einen richtig fiesen Mundfaden, ne? Ja, ja, nur der so hatte Sprechkäse. Maulweben. Irische Maulweben hatte der. Irischen Sprechkäse. So einen richtigen Kerrygold. Richtigen Kerrygold, Alter. Gary Mold? Ein richtiges Gary Maul hatte der da. Richtiges Gary Maul. Ja, wo liegt ihm seine Leiche jetzt? Ah, hier. Kann man da irgendwas mit... Ey, was ist das denn? Das sind Hände. Der hat Finger, der besteht eigentlich nur aus Fingern. Frauen lieben diesen Typen, glaub mir. Frauen lieben diesen Fingertrick. Ja, guck mal, der Typ besteht nur aus Fingern. Das sind zwei zusammengeschmolzene Hände. Muss echt nochmal Pillen nehmen, weil der mich gerade so in meinem Regenerationszyklus erwischt hat. Ich muss mal immer auch hier mit meiner gedruckten Wasserflasche runterspülen, das ist der Trick. Wie kann man die eigentlich voll machen? Die muss man ja auch noch. Einfach ans Wasser gehen. Da hinten steht noch einer von den Spider-Bobs. Alter, Jizzo-Bob. Willst du ihn auch bomben oder sollen wir ihn... Ja, klar. Nee, den bomben wir weg. Mach mal. Ja, machen wir uns doch nicht die Hände schmutzig an der Hand. Oh, klar, warum ein Milliardär mit seiner Familie auf die Insel hier fährt, wenn hier Gold ist. Oh, oh. Warte. Oh. Nee, der läuft rein, oder? Der ist weg. Guck mal, hier war auch der Predator. Auch der hat hier Urlaub gemacht. Oh, guck mal hier. So Predator-Verhalten. Wandmalereien. Mit Gold gemalt. Krass, wirklich mit Gold. Der Kubus, der Heilige, der Schutzbanner. Nein, meine Batterie ist gleich alle. Batterie und Taschenlampe reinlegen und dann kombinieren, glaube ich. Ja, solange sie noch leuchtet. Alter, das ist echt ein ekelhaftes Ding, du. Konnte man nicht auch im Einzel diese fetten Mutanten und alles auch irgendwie aufhängen? Ging doch auch, ne? Man konnte so ziemlich alles aufhängen, was man aufhängen konnte. Ja, aber irgendwie, vielleicht braucht man dafür auch... die krabbeln an der Wand runter. Was ist das? Das ist, was so ist was? Ein Siamese. Warte mal, ich wollte mich hier noch bei der Vorsicht ein bisschen... Wie jetzt ein Siamese? Siamesische Krabbler hier vorne rechts. Rechts. Da. Oh mein Gott, ja, ein Siam-Krabbler. Und der hat auch Rüsselbrüste. Das ist wieder ein Mode, ne? Mein Licht ist ausgegangen, oh mein Gott. Ich leuchte dir, aber das blinkt rot. Er hängt fest. Komm. Alter, auf seinen Sie am Arsch. Ist das eklig. Du musst ihn trennen. Man muss sie trennen. Experimentelle Trennung. Alter, der scratcht mich. Wow. Okay, er ist down. Wow. Der Doppelleder? Nee, zwei Ärsche, ein Leder. Titel meines ersten Films, Alter. Okay, warte mal, ich muss meine Taschenlampe. Da geht's um Kohleabbau im Ruhrgebiet. Wie man auf dem Leder damals. Kohleabbau im Ruhrgebiet? wie man in den Flöz gerutscht ist, weißt du, und dann war aber. In den Flöz, Alter. Aber da war der Tag gekommen, als nur. Es waren noch zwei Mitarbeiter oben, aber nur noch ein Leder war da. Dort entstand. Mann, ein Leder. Und da entstand die Liebesgeschichte. Ey, die Höhle ist ja gigantisch. Kohleabbau im Ruhrgebiet. Ey, das ist echt eine gigantic cave. Was ist das da hinten? Sind das Babys? Sind das meine geliebten kleinen Babys? Meine kleinen Rackalis? Oh ja, es sind Rackalis. Haben wir einen Molotow-Cocktail? Warte mal, nicht ich hab einen. Ich mach mir auch mal einen, Moment. Über so viel Zeug hier. Was braucht man dafür? Einen Lappen? Soll ich mal einen reinschmeißen? Musik, wenn dann... Ja, schmeiß. Wir beide einen rein. Ich schmeiß mal einen. Oh, ich mach auch noch einen hinterher. Ah, toll! Oh nein! Oh, jetzt haben wir sie aufgeschreckt. Oh, die sind. Oh. Wir sind so. Aber beide! Ja, wir sind halt die besten Vorwärtsspieler EU West. Spin Jump! Die haben jetzt auch so komische kleine Tentakulis an den Hinterbäckchen. Die haben eine Nabelschnur. Wir haben voll. Der lebt ja noch. Mit Schnaps gefüttert. Ja, wir haben sie betrunken gemacht. Aber da die Mutter viel getrunken hat, sind sie das immun. Gewohnt. Die packen einiges weg, die Kleinen. Alter, wie mir hier ich liebe diese Geräusche. Wie mir hier die Medizin drauf geht in dem Laden, ey.
Wir sollten auch mal hier so ein Speicherzelt aufhauen, irgendwie, glaube ich. Wäre das eine gute Idee. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten bis zu Ende, oder? Nee, aber so, falls wir jetzt draufgehen. Ach so, ja. Dann wären wir wieder bei Null. Guck mal, ja. Warte mal, ich kann doch bestimmt. Ich kann hier. Hier ist noch ein bisschen Licht. Mal hier so eine kuschelige Ecke. Ein bisschen Stocken raus. So. Das ist doch eigentlich die geilste Funktion ever. So. Und machst du hier einfach noch schnell. Zack. Zack. Bamsen. Kannst ja auch hier noch gleich ein Brecki draufschmeißen auf das Ding. Ajo, ich hab noch Brecki, glaube ich, ein bisschen hier. Na, ich hab auch noch ein bisschen Brecki. Ich hab 3 Stück draufgeworfen. Oh, ich hab ja auch noch ein bisschen Breck. Oh, Grill ist voll, du. Oh. Ja, 3 Stück habe ich am Höhleneingang gefunden. Na, ich bin auch schon wieder ein bisschen hungrig. Ich glaube, ich hau mir so einen rein. Bevor der gammelt, weißt du? Ich habe auch einen Dosenöffner jetzt und Dosen. Ja, jetzt kann man Konserven zubereiten irgendwie. Guck mal, ich trinke jetzt aus meiner Druckerflasche mal einen kräftigen. Ich habe meine nicht gefüllt, weil ich dumm war. Hier ist doch überall Wasser. Oder du nimmst einfach so ein bisschen von dem Höhlen-Jizz. Der Gute. Der Speichler. Oh, Mama, habe ich hier noch einen? Ja, noch einen rohen habe ich. Das Baby reinkicken. Fängt das Feuer? Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Ist auch da liegen. Ah, da wundern sich die Leute, dass wir keine Werbung haben. Knusperbaby. Baby Cross. Das Baby Cross. Kommt schon, Kinder, wärmt euch am Baby. Wärmt euch am knusperkrossen Superbaby. Da nehmt ihr ein Stück mit. Ja, mit dem Babyaroma. Schönem Nabelaroma. Mit dem Breburt-Aroma. Bräburn. Guter Apfel. Breburf. Guter Breburf. Shia LaBeouf. Ey, ich schlage auf den Laptop. Vorsicht. Musst du nach unten Schlag gedrückt machen. Aber die haben alle immer ein bisschen Geld, ne? Sie haben irgendwie alle Spritgeld, die Jungs hier. Ich hole mal noch meine Fackel raus. Was passiert eigentlich, wenn man die hackt? Nix, oder? Ich glaube, die... Durch den hohen Salzgehalt in der Grotte sind die alle steif. Hans Bräburg. Oder geht's ja noch tiefer rein? Oder geht's da raus? Nee. Ja, wir haben den kleinen Mann vor der Höhle gesprengt und jetzt hat er uns Einlass gewährt. Aber von da sind wir nicht gekommen, ne? Nee. Nee, oder? Oder? Hier ist Wasser auf jeden Fall, wenn du trinken willst. Ah jo. Kann ich wieder nicht, weil... da drin verläufst du dich ja. Hier ist noch mehr Gold. Hier sind Kisten. Warum kann ich nicht trinken? Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe selbst nicht probiert. Vielleicht kann man doch gar nicht trinken. Also im Moment kann ich es nicht irgendwie. Konserven und Draht ist da drin. Boah, die Höhle ist aber auch echt creepy. Die ist richtig creepy. Ey, wie kann man eine Konserve? Muss man die warm machen, oder? Ja, wahrscheinlich musst du sie warm machen. Du musst sie erst kombinieren mit dem Büchsenöffner. Du hast ja auch den Büchsenöffner, ja, ja, oder? Ich mach gerade eine auf. Mal gucken, was passiert. I. Aber was ist da drin? Katzenfutter! Ja, aber in der Not. Boah! Richtig, komplett voll! Er freut sich aber hier, echt? Felix. Da freut sich der Darm oder was? Ja, Junge. Sag mal, wo sind denn hier die, die Flares, die man werfen konnte? Die Knicklichter da, die wir hatten? Oben rechts neben den Molotows. Leuchtfackel. Oben rechts neben den Molo. Hier sind meine Molos. Hier ist das Knusperzeug. Druckharz.
Wo ist denn da? Wo ist da die Leuchtfackel? Das Buch? Parallelwelten? Hä, ich hab nur Molotovs. Nein, über dem C4. Neben den, rechts neben den Bomben. Ach so. Ah. Na, ich dachte, wir leuchten mal so ein bisschen die Höhle aus. Hab ich jetzt wieder... Du musst sie erst ziehen, ne? Das ist aber auch eine riesen Höhle, du. Da vorne ist irgendwas. Vorne ist Licht. Wo bist denn du? Ich bin hier, ich stehe noch und fummel in meinem Rucksack gerade rum. Wo bist du, da? Ein bisschen weiter nach vorne gelaufen. Oh, Alter, riesige Höhle. Ja, ich sag dir, die ist gigantisch. Wow! Hier, Elmo greift an wieder. Ja. Elmo will's wissen, du. Achtung. Alter, wie er so gebückt geht, ne? Voll der riesige Dude. Achtung. Jo, ist down. Ja, umgefallen. Und dann auf den Stalaktiten da. Aufgespießt, ah, nee, die wenn's, blöde Sau. Wenn's steht, ist Stalagnit. Wenn's hängt, ist Stalaktite. Gott, seine Vorhaut ist regelrecht aus meinem Inventar gesprungen. Da vorne ist noch so ein Finger-Dude. Diesmal speit er noch nicht. Hauen wir ihn weg mit einer Granate oder sowas? Ja, oder? Gibst du ihm oder soll ich? Oder sollen wir einen Molotoven? Ach komm, ich hau eine Granate drauf. Er rennt aber, er hüpft und springt und... Ja, die hat ja auch ein bisschen Reichweite. Er lebt noch, oder? Nee. Er hat seinen Saft ausgespeit und... Seinen letzten Stoß Saft hat er ausgespeit und dann war es vorbei mit ihm. Okay, jetzt... Was ist hier los, Alter? Oh, Speimann! Ah, der ist weg. Spider-Mann. Spider-Mann. Alter, was ist das hier? Skelette, aber in diesem komischen Harz, in diesem Goo. Alles ist voll mit Goo. Aber es sind Lampen da. Ich wette, in der Höhle gibt's noch... Es gibt noch einige Abzweigungen und so. Es ist eine crazy Höhle, Alter. Eine richtig crazy Höhle. Oh ne, das sind Babys. Hast du einen Molly? Oh, da kommen viele. Oh, ne, so schnell kriege ich ihn nicht raus. Titel seines Sextapes. Der Racker lebt noch. Der lebt auch noch. Oh, ich bin down. Kacke. Ich muss gerade Pillen schlucken. Ne, ich bin auch down. Echt? Ja, ich musste Pillen schlucken und dann... Oh, verflucht. Wo spawnen wir jetzt? Das finden wir noch nie wieder. Ne, wir können ja notfalls laden, oder nicht? Ja, das stimmt. Wir können notfalls laden. Drück mal auf Spawn und guck mal, was passiert. Ich hänge in irgendeinem Goo. Goo-Mann? Ich bin in einem Kristall drin. Ich muss mich gerade durch so eine wabelige Haut stechen. Ihhh. Das ist ja widerlich. Oh, wir sind da, wo wir den Petsack gesprengt haben. Oh, das ist ganz schön weit. Dann loaden wir lieber fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal wird geloadet. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen so ein Ding bauen. Ja, besser ist das. Na gut, Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und tschüss. Loaden.